Ein herzerfrischendes Kuckuck an meine Zuschauer und Zuschauerinnen. Ich bin Wendy und herzlich willkommen zu Let's Play Metro Last Light. Dieses Mal werden wir, oh hoppla, Entschuldigung, das war gerade nicht beabsichtigt. Dieses Mal werden wir den Nachfolger von Metro 2033 spielen und wir werden ein neues Spiel anfangen. Ranger Modus. Andere Metro Profi, ja, so ein Experte bin ich jetzt nicht. Nee, ich will nicht auf einfach spielen. Spiel mal auf normal. Ja, überschreiben. Gut. Oh Gott, Helligkeit muss ich auch noch einstellen. Bewege den Schiebregler, bis das linke Bild kaum noch zu sehen ist. Ja, passt auch so. Die Schwarzen kamen viel später. Aus der Richtung des Botanischen Gartens. Die Schwarzen. Riesige, albtraumhafte Kreaturen, die selbst den größten Menschen überragten. Unheimlich wie ein Mensch, der von innen nach außen gekehrt wurde. Monster, die geboren wurden, um uns zu vernichten. Es hieß, sie seien unglaublich stark und übernatürlich böse. Und dass sie mit ihren bloßen Pranken einen Menschen in Stücke reißen konnten. Das sind alles Lügen. Die Wahrheit ist noch viel schlimmer. So, also, wir spielen wieder Artyom in diesem Spiel, also den gleichen Helden wie in Metro 2033. Ja, ich habe jetzt mal keine Probeaufnahmen gemacht, also es kann sein, dass es noch etwas schlecht. Ich habe die Bildschirmauflösung ein bisschen runtergeschraubt, vielleicht hilft es ja was. Sound habe ich gerade eben noch eingestellt, ich glaube allerdings fast, dass es ein bisschen zu leise ist. Ich werde jetzt trotzdem erstmal den Part so aufnehmen, wie es jetzt ist. Und werde dann mir das Video angucken und dann halt eventuell was umstellen. In der Nähe gewohnt. Vor dem Krieg meine ich da oben. Ich war im Zug, als es passierte. Ich versuchte, meine Familie anzurufen, kam aber nicht durch. So. Was ist passiert? Scheiße. Weiß ich nicht, was passiert ist. Aber es hörte sich auf jeden Fall nicht gut an. Holy shit. Alter, ich hab sie alle umgebracht. Holy fuck. Ich hab sie alle umgebracht. Oh, da haben wir ja einen Schwarzen. Artyom, wach auf, Artyom. Ich bin's, Karl. Yo, alter Homie. Ich habe unglaubliche Neuigkeiten. Vor ein paar Tagen war ich bei den Ruinen der Schwarzen. Ich habe einen von ihnen gesehen. Lebendig. Mhm. Ich bin sofort aufgebrochen, um dich zu finden. Denn du warst doch derjenige, den sie kontaktieren wollten. Bevor du den Raketenangriff auf sie gestartet hast. Khan, wie zum Teufel bist du hier hergekommen? Raus, sofort! Ja, Ullmann, einen Moment. Wenn ein Schwarzer überlebt hat, dann ist es extrem wichtig, dass du versuchst, mit ihm zu sprechen, Artyom. Ich verstehe ja, dass du jetzt, seit du zum Orden gehörst, Miller unterstehst. Aber wir müssen ihn überzeugen, diesen Einsatz zu genehmigen. Khan, ich hab dir gesagt, du sollst verschwinden! Das ist eine geheime Basis. Du dürftest nicht einmal hier sein. Ich bringe dich zu Oberst Miller. Folge mir, Artyom. Ja. Mach dich bereit, Artyom. Ich warte am Ausgang. Ja, kein Problem. Ich kannte einmal einen Raucher. Das letzte Jahr seines Lebens musste er durch ein kleines Loch in seiner Kehle
Essen, trinken und atmen. So, das kennen wir ja schon aus Metro 2033, unser Journal. Die gleiche Steuerung, also sollte ich noch einigermaßen damit klarkommen. Herr Schwarze, Folge Kahn zu einem Treffen mit Müller. Gut, das kriegen wir noch hin. Hallo. Artyom war einer der Männer, die D6 gefunden haben. Sie gaben ihm auf der Stelle ein Ranger-Abzeichen. Schön für ihn. Ich musste 2 Jahre als Fähnrich verbringen, bevor sie mich in den Orden aufgenommen haben. Naja, wie auch immer. Wo waren wir? Der Bau begann zu Stalins Zeiten und... Also, wir spielen nach der Zeit des Raketeneinschlags bei den Schwarzen, den wir gestartet haben nach, ich glaube, ein paar Jahre war das jetzt her. Naja. So. Hallo Artyom, willkommen in der Waffenkammer. Wie ich gehört habe, bist du jetzt ein Ranger. Darauf müssen wir bei Zeiten einen trinken. Aber jetzt rüsten wir dich erstmal auf. Ja, ich hätte auch gern was Ordentliches. Zunächst einmal brauchst du eine Gasmaske. An der Oberfläche kannst du keinen Schritt ohne Gasmaske machen. Das weiß ich. Es ist zwar schon 20 Jahre her, aber die Strahlung ist an manchen Stellen noch immer stark genug, um Wasser zum Kochen zu bringen. Hier in der Metro gibt es auch ein paar Hotspots. WLAN-Hotspots. Filter für die Maske. Klar, sieht auch ohne sie ziemlich cool aus, aber die sind definitiv besser für deine Gesundheit. Gut. Jetzt die Medipacks. Tja, was soll ich sagen? Alles, was du zum Überleben brauchst. In einer tollen, orangefarbenen Packung. Hier ist dein Vorschuss für diesen Monat. Ey, Munition. Dankeschön. Klar kannst du die als gewöhnliche Munition verwenden, um besonders viel Schaden anzurichten. Aber du kannst die auch verwahren, um neue Waffen, Zubehör, normale Mun oder Ausrüstung zu kaufen. Es ist wohl klüger, dein Geld bei den Händlern zu lassen, die sich überall in der Metro finden. Halte Tabulator gedrückt, um das Ausfall der Waffe anzurichten. Ja gut, wir haben jetzt hier noch nicht viel, wir haben eigentlich noch gar nichts. Hier sieht man, wie viel Schuss man von jedem Munitionstyp hat, wie viel Militärmun, also Geld, Anzahl der Medipacks und Filterlaufzeit. In Ordnung. Jetzt zu den guten Sachen. Suchen wir dir ein paar Women aus. Nimm die, die du möchtest und probiere sie auf meiner Schießbahn aus. Ranger haben in der Regel bis zu 3 Waffen mit sich, Artyom. Und welche, das ist ganz allein deine Entscheidung. Also die will ich auf keinen Fall. Eine Schrotflinte. Also ich hätte jetzt erstmal gern die AK. Was ist das? Schalldämpfer? Und Zieloptik. Ja, nee. Brauche ich nicht. So, als Zweitwaffe nehmen wir mal noch eine Schrotflinte mit. Und dann halt noch eine Pistole. Oder? Was haben wir hier noch? Dieses Gewehr, das in der Metro von talentierten Waffenschmieden hergestellt wird, ist extrem genau und leistungsstark. Genau die richtige Waffe, wenn das Ziel weit entfernt ist. Ja, nee, nimm mal noch eine Pistole mit. Okay, die haben alle nur Schalldämpfer und Zieloptik. Ja, will ich beides nicht drauf haben. Gut, das ist die 6-Schuss-Schuss-Schuss-Schuss. Hey, ja, zeig mir mal, was du drauf hast. Probier mal die anderen Sachen aus, die du ausgesucht hast. Stellung! Laden! Probiere mitten auf die Brust der normalen Attrappe. Na, das krieg ich ja noch hin, das ist im Moment noch nicht schwer. Gute Schuss! Jetzt schieß auf die Attrappe mit Brüsten. Bemerkst du den Unterschied? Du brauchst mehr Patronen, um dich zu bringen. Halte nach Funken Ausschau, um zu sehen, wenn du auf ein Ziel mit Rüstung schießt. Probier mal einen Kopfschuss. Ein Kopfschuss mit der Schrotflinte. Das ist ein kritischer Treffer. Ja, hab ich. Das waren die Grundlagen.
Ja, würde ich jetzt auch ganz gerne. Ich würde die Munition, wenn möglich, aufsparen. Und die Menschen haben jetzt die 6 besetzt. Ich hoffe, man versteht mich gut. Nicht, dass die Stimmen zu laut sind. Aber da muss ich halt ein bisschen lauter reden. Hast du von Lesnitsky gehört? Wovon redest du? Frag mal die Wachen am Labor. Ach, Scheiße. Was zum Teufel hat er getan? In Ordnung, gehen wir. Ja, einen Moment. Die Gräber von alten Königen wurden mit allem gefüllt, was sie im Jenseits brauchen konnten. Waffen, Gold, Streitwagen. Die hätten ihre Frauen und Sklaven. So, hier sind wir auch schon in D6. Erkennt ihr es wieder? Erinnert mich an diesen Bunker. Lass den Scheiß. So. Die Sachen in D6 sind wie etwas, das ein Eroberer übers Grab hinaus mit sich genommen hat. Kalter Stahl, Widerrisse und unermessliche Schätze. Natürlich sterben die Grabräuber immer auf schreckliche Art. Von Dämonen, Geistern oder ihrer eigenen Gier getötet. Dann hörst du jetzt endlich auf, oder was? Hey, ich habe gehört, dass Lesnitsky was angestellt haben soll. Was ist passiert? Weiß keiner. Lesnitsky war beim Labor. Als die nächste Schicht kam, stand die Tür offen und das Labor war geplündert. Lesnitsky war... Ach so. Scheiße! Und was war drinnen? Chemische Waffe. Vielleicht irgendeine andere Scheiße. Mehr weiß ich nicht. Gott verdammt. Der Oberst wird mir wegen Lesnitsky noch eine verpassen. Ein glühend heißer Stich direkt in meine... Ach komm, du hast doch eh keine. Da kann es ja gar nicht so schlimm sein. In Ordnung, geh mir. Wir können D6 vielleicht kontrollieren, aber... Das ist wie eine verdammte Stadt hier unten. All diese Bunker, die Ecken, Risse und Ausgänge. Und insbesondere die, die in der Nähe der Faschisten sind. Man erkennt die 6 fast gar nicht mehr. Nicht einfach Hammer. Hermann, bring diese Typen zu Miller. Die wurden zu ihm bestellt. In Ordnung, rein da. Ich warte hier. Sobald ihr weg seid, spreche ich mit Miller. Ja, du könntest dein Bart auch mal wieder abrasieren. Der sieht sowas von kacke aus. Der von Kahn hat immerhin noch Style, aber deiner, das ist ja so eine billige Nachmache. Die Bombardierung der Schwarzen war vielleicht der schlimmste Fehler der Menschheit. Was, wenn sie uns nichts Böses wollten, sondern nur zu kommunizieren versuchten? Vielleicht bedeuteten der starke Schmerz und der Verlust des Bewusstseins in ihrer Gegenwart nur, dass wir inkompatibel waren. Maschinen mit unterschiedlicher Verkabelung. Aber irgendwie hast du, Artyom, einen gleichen Draht. Eine Verbindung zu den Schwarzen. Mhm. Ja. An der Messe, unserer Heimatstation, sind Leute gestorben. Hunter, der Beste des Ordens, ist sehr wahrscheinlich ebenfalls. Ja, ist er doch auch. Und er hat dich dies gelehrt. Wenn wir in dieser neuen Welt nicht um unser Leben kämpfen, werden wir verschlungen. Das ist das Gesetz der Evolution. Doch ich würde sagen, dass die alten Gesetze nicht mehr gelten. Was macht dich denn da so sicher? Vielleicht gelten ja die alten Gesetze doch noch. In Ordnung. Artyom und Sie, Kahn, habt ihr etwas zu melden? Ja, Oberst. Ich würde mich gern hinsetzen, ich bin schon zu alt und müde. Einen überlebenden Schwarzen gefunden. Was? Einer von denen lebt noch? Ja, lebt noch. Zum Glück, ja. Zum Glück? Kahn, das ist absoluter Wahnsinn. Die Schwarzen waren die größte Bedrohung, die der Orden jemals bekämpfen musste. Oberst, geben Sie mir nur eine Chance. Ein einzelner Schwarzer stellt keine Bedrohung dar. Artyom besitzt eine Gabe. Ich glaube, er kann mit der Kreatur Kontakt aufnehmen. Lassen Sie ihn mit mir gehen. In Ordnung. Artyom, geh mit Kahn zum Garten und finde den Schwarzen. Ich schicke einen Scharfschützen mit. Meinen Besten. Anna? Ja, hier. Jo. Warum brauchen wir einen Scharfschützen?
um die Kreatur zu eliminieren und die Aufgabe des Ordens zu Ende zu bringen. Miller, Sie können doch nicht. Das ist Mord. Haltet ihn fest. Sie Idiot. Sie machen den gleichen Fehler noch einmal. Wir sind hier fertig. Eskortieren Sie Khan hinaus. Artyom, das ist deine letzte Chance auf Vergebung und darauf, diese Albträume loszuwerden. Vergiss es. Anscheinend ist er der Kreatur zu nahe gekommen und hat seinen Verstand verloren. Sieh her, Artyom. Beende diesen Auftrag und komm schnell wieder hierhin zurück. Ein Krieg zieht auf und ich brauche jeden Ranger auf seinem Posten. Alles klar. Also, worauf wartest du noch? Komm schon, Versuchskaninchen. Ey, warum Versuchskaninchen? Du bist doch hier der Hase. Ich bin nur der böse Wolf. Wenn es stimmt, dass der Schwarze dich spüren kann, vielleicht könntest du ihn dann aus seinem Versteck locken, damit Anna frei zielen kann. Aber tu mir einen Gefallen. Lass den Schwarzen nicht in deinen Verstand hinein. Sonst hat Anna zwei Ziele. Ja, habe ich. Und ich werde es auch einigermaßen hinbekommen, denke ich. So. Na? Ey, die hat blaue Augen. Sieht gut aus. Sag mir nicht, dass du den Mist von wegen Frieden schließen mit den Schwarzen glaubst. Ich wünschte, ich wäre selbst in diesem Turm gewesen, um die Raketen einschlagen und die Schwarzen in ihrem Nest brennen zu sehen. Also es ist ja schon irgendwie rassistisch, was du da sagst. Würdest du diese Dinger in den Netz lassen? Sie in unsere Gehirne kriechen lassen, damit sie uns wie Tiere benutzen können? Vielleicht sollten wir uns mit ihnen paaren, damit die Kinder an der Oberfläche leben können und die Strahlung auffressen. Scheiße, dem Teufel gibt man nicht die Hand. Ich bin kein Versuchskaninchen. Ich will ans Fenster. Cooles Snipergewehr. Aber ich glaube, die hatte doch da gerade zwei an der Schulter, oder? Vor nur einem Jahr stand ich oben auf dem Fernsehturm und sah Raketen im Botanischen Garten einschlagen, die Fleisch in Asche verwandelten. Metall und Glas schmolzen. Nichts und niemand konnte das Inferno überleben. Und doch hat Khan dort einen Schwarzen gefunden. Jetzt ist es meine Aufgabe, ihn zu töten. Zu Ende zu bringen. Ja, also der Schwarze hat überlebt, also oder einer zumindest von ihnen. Und warum habe ich meine Schrotflinte dann? Die will ich gar nicht haben. Also ein Schwarzer hat überlebt und wir müssen ihn jetzt auch noch ausschalten. Früher waren Züge etwas ganz Normales, aber jetzt scheint diese Einschienenbahn geradezu magisch zu sein. Unsere Kinder werden nicht wissen, wie man sie bedient. Und deren Kinder werden vermutlich denken, sie wäre von den Göttern gebaut. Ja, kann schon sein. Aber so wie die schon aussieht, die Scheiben total zerkratzt, sieht sie nicht mehr so toll aus. Wir haben die Station erreicht. Sie ist Teil der geheimen Metro 2-Linie. Wir haben diese Tunnels noch nicht erkundet. Haben wir derzeit noch Leute dafür übrig? Alles klar. Ja, wir kriegen das schon hin. Ja, aber das Spiel... Die Grafik wurde eindeutig aufpoliert, kann man schon sehen, also... Das Spiel kam ja im letzten Jahr raus, glaube ich. Mai oder so. Ja, F-Taschenlampe. Ah, okay. Yep. Auf das Nest der Schwarzen. Ja, haben wir. Das ist ein gutes Omen, Kaninchen. Vielleicht haben wir mit diesem Einsatz auch Glück. Muss ich hier nicht den Hebel drücken? Strom ja. Ist an. Öffne das Tor. Ich gebe beim Durchgehen Deckung. Ich weiß. Ich hab's ja auch drauf. Ich kann auch schon allein die Schnürsenkel zubinden. Ohne Hilfestellung, ja. Kannst du mal sehen, kannst du einiges von mir lernen. Kannst dir sogar noch eine Scheibe von abschneiden. Na Süße, alles klar. Ich glaube, die mag mich. Die liebt mich. Okay, ich glaube, ich folge ihr mal lieber.
Das links sah mir mehr so aus wie so ein Friedhof. Oh nee. Nicht die Dinger. Die schreien immer so komisch, die erschrecken mich immer so. Ja, ich würde ja gerne die Leiter hoch. Ja, mach ich. Gasmaske aufsetzen, kennen wir alle schon. Die Filter halten diesmal 5 Minuten lang. Verdammt, das war's nicht. Wo kann man da nochmal nachgucken? Ich glaube auf T war es, oder? Nee. Naja, egal. Irgendwo kann man schon nachschauen. Ich weiß es jetzt gerade nicht mehr, auf welcher Taste das war. Aber es wird bestimmt nochmal eingeblendet. Ja, Chompy, wäre es, wenn du vielleicht ein bisschen schneller die Leiter hochkletterst. Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Ich habe heute auch noch was anderes vor, wenn es recht ist. Das Video muss ich dann auch noch rendern und hochladen, ja? Ja, dann geh mal ein bisschen zur Seite, dann kann ich dir auch helfen. So. Standbild. Auch wieder geil. Okay, wir sind an der Oberfläche. Und jetzt fängt auch die Zeit an, runterzulaufen. Das ist eine gute Schussposition. Es lässt sich ein großes Gebiet abdecken. Alles klar, dann machen wir das mal. Du sollst ja immun sein gegen deren Einfluss. Aber ich bin nur ein normales Mädchen. Also kann ich da nicht rein. Geh rein und such die Kreatur. Ich glaube, da die Schwarzen ja so von dir angetan sind, wird sie deinen Geruch wittern oder was auch immer die tun und aus ihrem Versteck kommen. Versuch nur im Freien zu bleiben, damit ich dir Deckung geben kann. Wie hat denn Funk okay. Und wenn du Zweifel haben solltest, keine Sorge, ich kümmere mich darum. Na gut, dann viel Glück. Na, danke schön. Gut, hier mache ich jetzt einen Schnitt und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich bin Wendelf, ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal.